Willkommen aus München, wo ich wieder zurückgekehrt bin aus einer langen Zeit mit Festivals. Ihr könnt schon hier zwei Sachen an meinem Arm sehen, habt ihr bestimmt schon ein paar Videos gesehen. Und ich habe noch drei Festivals vor mir und ich zeige euch jetzt, welche Techniksachen ich meistens dabei habe. Nicht all davon, die jetzt hier rechts neben mir sind, auf dem Stuhl, aber es sind nur ein paar Tipps, was man so mitnehmen könnte auf Festivals, damit man vor allem großen Regen übersteht, Matsch übersteht und vor allem auch das Problem mit Batterien und natürlich guter Musik. Und ja, ich zeige euch einfach mal gleich, was ich normalerweise zum Beispiel so mitführen könnte, was technisch ist. Zum ersten Mal würde ich auf jeden Fall das Smartphone beschützen. Ich weiß, viele von euch haben vielleicht noch ein älteres Handy zu Hause liegen, das ihr dann benutzt zum Simsen oder Texten oder Telefonieren. Geht ja meistens nicht in großen Mengen, aber ich weiß nicht, ich habe nie T9 wirklich so genutzt, auch wenn ich jetzt schon mal älter bin und die jüngere Generation sowieso nicht. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, sowas wie eine Schutzhülle für euer Handy zu besorgen, damit das, falls es mal fallen lässt, das Handy, kann ja mal vorkommen, wenn man ein bisschen mehr getrunken hat oder einfach mal angerempelt wird. Zum Beispiel sowas hier von UAG, jetzt zum Beispiel das HTC One M8 oder natürlich auch für iPhone, iOS, Samsung oder auch andere Firmen. Die Firma stellt die her. Die sind super, weil die sind Military Grade. Also die kann man auch mal fallen lassen, komplett aus 1,5-2 Metern. Oder ihr holt euch sowas von Lifeproof. Das gibt es natürlich auch fürs Tablet. Hier zum Beispiel habe ich auch schon mal vor ein paar Monaten vorgestellt für das iPad oder iPad Mini und natürlich auch andere Tablets. Und es gibt sogar noch ein lustiges Life Jacket, das gibt es für klein und groß, sowohl für das iPad als auch für das iPhone. Damit schwimmt dann das Handy sogar auf dem Wasser, wenn ihr so eine wasserdichte Hülle noch von Lifeproof auch dazu kauft. Die Dinger sind eigentlich ganz witzig. Also auf jeden Fall eine Protection Case für euer Telefon ist interessant. Es gibt natürlich auch Active-Telefone wie das X-Cover 3 von Samsung oder auch komplett wasserdichte wie das HTC One oder das HTC Desire Eye mit Verschlüssen, die auch komplett offen gelassen werden können. Beziehungsweise ich habe hier noch ein Handy liegen irgendwo, das auch von sich aus komplett auch schon wasserdicht ist, wie das HTC auch. Und zwar das Sony Xperia Z1, 2, 3 und auch das Z3 Plus oder die Kompaktserien sind alle wasserdicht und die könnt ihr wunderbar für Fotos verwenden und auch mit eurem Selfie-Stick oder ähnlichem. Sind ja auch nicht allzu groß und wunderbar in der Hosentasche haben die Platz und haben auch wirklich sogar 2 Tage Akku. Hier noch ein kleiner Tipp dann von mir. Am besten macht ihr LTE aus auf den Geräten, nur 3G oder auch vielleicht sogar nur 2G. Das funktioniert am besten normalerweise zum einfachen Chatten. Braucht es am wenigsten Strom und ihr kommt wirklich am längsten aus mit eurem Akku, denn dann ist der Verbrauch wirklich nicht allzu hoch, egal ob auf iOS oder auf Android. Falls ihr aber doch mal Akkus braucht, es gibt verschiedene Lösungen. Es gibt zum einen diese ganz kleinen Akkus von Anker oder von anderen Herstellern hier, wie ihr sehen könnt. Die sind wirklich super klein, passt in eure Hosentasche, neben das Handy auch und stören dann nicht wirklich, wenn ihr die einfach daneben habt. Falls ihr dann doch mal in einem falschen Zelt aufwacht oder irgendwo anders in der Stadt unterwegs seid und dann doch mal wirklich Strom braucht, um eure Freunde und Bekannte zu erreichen. Die kosten 10, 20 Euro, sind super billig und halten wirklich nochmal 100% für das Smartphone nochmal beim Akku nochmal mit dazu. Also ihr könnt 100% euer Akku nochmal aufladen von eurem Smartphone. Falls ihr etwas mehr braucht, es gibt die auch in flacher Form, die dann perfekt neben das Smartphone passen. Damit kann man die dann meistens zweimal aufladen, zum Beispiel von Xiaomi oder von anderen Herstellern. Alle Links zu den Produkten, die ich übrigens hier zeige, findet ihr gleich unten schön in einer Liste beschrieben. Und falls ihr doch mal irgendwie auch gar nicht an Stromladen kommt, weil ihr einfach den ganzen Tag keine Zeit habt, an diese Stromladestationen, die es auf Festivals ja mittlerweile gibt, dran zu kommen, damit ihr nicht nur das Smartphone, sondern auch euren Akku aufladen könnt. Es gibt auch noch eine ganz schöne Lösung, falls die Sonne so scheint wie heute, und zwar externe Akkus mit Solar drin von PowerAd oder von anderen. Die haben da natürlich etwas größere Größe und ihr müsst tatsächlich das Ding dann den ganzen Tag auf dem Zelt oder ähnlichem oben liegen lassen und darauf hoffen, dass es nicht mitgenommen wird von irgendjemandem. Aber ich hoffe, ihr habt einfach coole Nachbarn, die auch dann darauf aufpassen. Also da gibt es auch ganz schöne Lösungen hier, was Akkus angeht. Also wenn dann Strom kein Problem ist, dann braucht ihr auf jeden Fall noch Musik, die ihr vielleicht selber dabei habt. Zum Beispiel mit so praktischen Speakern, die man einfach fallen lassen kann, die auch wasserdicht sind, sturmsicher sozusagen und natürlich auch ins Wasser mitgenommen werden können. Wobei der hier jetzt nicht auf dem Wasser selber schwimmt. Der Mega Boom schon von Ultimate Ears kosten dann hier in dem Fall um die 100 bis 150 Euro. Gibt es noch ein bisschen billiger, wenn ihr sie ein bisschen älter haben wollt. Zum Beispiel hier von Jawbone. Der ist ein bisschen kleiner, kompakter. Ich finde den praktischer für unterwegs. Ist dann aber auch nicht ganz so laut. Und der ist auch nicht wasserdicht. Aber für die meisten Sachen, wie auch für die Smartphones, gibt es auch für solche Sachen dann so Zubehör, mit dem die dann wasserdicht werden. Wie zum Beispiel hier speziell für die Jawbone eine kleine Hülle, wie die hier, mit der das Ganze dann sturz- und wasserdicht wird. Aber dann ist es natürlich auch schon etwas größer als die von Haus.
Haus aus so designten Sachen. Also schaut euch am besten einfach mal um. Auch von Jabra gibt es dann zum Beispiel die Soulmates, die sind dann auch wasserdicht. Also da gibt es ein paar coole so Bluetooth-Speaker, die wirklich auch über das ganze Festival, wenn ihr täglich 2-3 Stunden hört, wenn ihr einfach nur im Zelt seid oder so und die andere Musik nicht hören wollt, die sonst wo abgespielt wird, das ist dann wirklich ganz schön hier einfach zum Mitnehmen. So kleine Bluetooth-Speaker habe ich meistens auch immer einfach dabei im Zelt, falls einem mal langweilig wird. Zur Langeweile dann noch sowas auch wie hier so E-Book-Reader, die sind auch super, die halten mehrere Wochen, ihr könnt hunderte Seiten lesen, ohne dass ihr mal laden müsst, ihr könnt auch mehrere Bücher dabei haben, falls mal was langweilig ist und natürlich mit Hintergrundbeleuchtung hier bei dem Paperwhite zum Beispiel auch super, wenn ihr dann doch mal noch dann ins Bett geht, wenn es noch nicht ganz hell ist, das kann auch im Sommer mal vorkommen, also hier mit Hintergrundbeleuchtung, aber die gibt es auch schon ab 20 Euro zum Beispiel von Pocketbook zum Beispiel, habe ich letztens eins gekauft, also müsst gar nicht so ein 100 Euro Gadget mitnehmen, da gibt es auch billigere und da müsst ihr wirklich nicht dicke Bücher mit euch tragen und könnt wirklich eine ganze Woche lang lesen. Also das alles, was ihr gesehen habt auf dem Tisch mittlerweile, hält wirklich lange, genauso auch für die Körperpflege, was wichtig ist. Ich habe immer sowas dabei, womit man sich rasieren und trimmen kann, also hier natürlich doppelt gemoppelt in einem, kostet 15, 20 Euro hier so ein Gillette Styler, wie man den nennt, mit Brauntechnologie noch drin, den habe ich seit 2 Jahren eigentlich auch komplett auf der ganzen Welt immer dabei zum natürlich mich pflegen. Also sowas kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn das jetzt auch nicht Hightech ist für den Rest, den ihr gesehen habt. Aber ich habe hier noch einiges auf dem Stuhl. Wie gesagt, also Selfie-Stick ist ganz interessant. Was ich aber noch interessanter finde, ist, wenn man so Action-Kameras hat wie von Garmin, GoPro oder vielleicht auch sowas Günstiges wie jetzt hier von Polaroid, die Cube. Die kostet ungefähr 100 Euro oder noch billiger mittlerweile, ein bisschen größer normalerweise, ist jetzt nur der Anhänger. Ich habe den jetzt nicht mehr hier, aber den gibt es auch mit etwas, also billigerem Preis mit Full-HD-Videoaufnahmen oder etwas stabiler und auch, wobei beide wasserdicht sind, hier von Garmin und natürlich die GoPro Hero. Selfie-Sticks sind super, ich habe jetzt keinen mehr, weil ich meinen hier mal verliehen habe. Aber was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, ist sowas, womit man sich das Ganze einfach auch um die Brust binden kann. Das seht ihr jetzt hier. Das ist voll spannend, weil dann kann man das Ganze hier festmachen, wie ihr das wahrscheinlich auch kennt vom Kopf. Und dann, wenn ihr den ganzen Tag rumläuft, dann seht ihr am nächsten Tag wirklich, was ihr gemacht habt. Das finde ich super cool und macht auf jeden Fall Spaß mit solchen Action-Cameras, die man dann hier wunderbar dran machen kann. Und das ist zwar ein bisschen auffällig, aber halb so wild. Auf dem Festival kann man ja auch gerne mal auffälliger sein. Was ich hier gerade auf den Boden gelegt habe, ist übrigens noch ein Bluetooth-Lautsprecher. Falls ihr mit einem Auto auf dem Festival fahrt, wie das Wacken oder wo ähnliches, könnt ihr auch ein bisschen lautere und größere Bluetooth-Lautsprecher mitnehmen. Zum Beispiel sowas von JBL, die Extreme. Schaut auf jeden Fall das Testvideo auch da an und mein Amazon-Link unten. Und dann entsprechend auch noch die Aktivität tracken. Über den Tag kann man mit Fitbit ideal, was Akkulaufzeit angeht, denn da hält der Akku meistens eine Woche lang, nicht so wie bei den meisten anderen Smartwatches, wobei die jetzt keinen Puls messen, aber auch Puls messen ist mit anderen Firmen möglich und kein Problem. Also auf jeden Fall Fitbit und andere Firmen auf jeden Fall anschauen, hier die jetzt mit Uhrzeit und dann seht ihr auch, wie gut ihr geschlafen habt. Leider messen sie noch nicht den Alkohollevel über das Blut, aber das kommt, glaube ich, in den nächsten Jahren dann vielleicht auch noch dazu. Und falls ihr keine Lust habt auf den ganzen Schnickschnack, mit dem man die Smartphones beschützen kann oder die andere Technik, wenn ihr mal im Wasser seid oder ihr habt einfach keine Lust für einmal im Jahr so viel Geld auszugeben, holt euch so eine kleine wasserdichte Tasche, da könnt ihr euer Geld reinpacken, Kreditkarte reinpacken, Portemonnaie, alles mögliche und dann auch das mit ins Wasser nehmen, falls ihr wirklich nur euer Handtuch draußen liegen lassen wollt. Echt auch ganz praktisch hier. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich, einfach hier oben aufmachen und dann doppelt hier zu sippen und schon könnt ihr dann hier entsprechend zum Beispiel auch kleine Kompaktkameras nehmen und dann hier durch auch Fotos machen, auch wenn die so ein Objektiv haben. Hier ist ja meistens auch relativ viel Platz drin und wenn ihr einfach darauf achtet, dass drin kein Wasser ist oder kein Wasser reinkommt und vor allem auch kein Sand reinkommt, dann ist das hier eigentlich auch ganz praktisch. Wenn es wirklich langsam viel zu warm wird und es ist mir langsam hier auch nach 10 Minuten in der Sonne schon, könnt ihr auch sowas Lustiges Kleines mitnehmen wie einen Pocket Fan. Ich finde die Dinger super, die gibt es für 5 bis 10 Euro eigentlich meistens den ganzen Sommer lang zu kaufen und der ist sogar noch cooler, weil den kann man programmieren hier mit einem coolen Text vorne, also ihr könnt ein bisschen, keine Ahnung, die Mädels aufgabeln damit mit einem lustigen Spruch oder ähnlichem, hier einfach mit so einem Pocket Fan, der leider aber nicht über USB ladbar ist, aber ich meine ein paar Batterien hat man vielleicht immer mal dabei für auch andere Sachen. Mein letzter kleiner Geheimtipp ist, falls ihr anderen von euren Freunden eure Bilder und Fotos teilen wollt, während ihr noch auf dem Festival seid und am besten ein Android-Gerät habt mit einer SD-Karten-Funktion drin, dann könnt ihr zum Beispiel mit so kleinen mobilen Wireless-Akkus
die einen SD-Karten-Slot drin haben und einen Hotspot sogar machen, viel schneller eure Bilder teilen, als wenn ihr zum Beispiel einfach per Bluetooth die Bilder einzeln drüber schickt. Und vor allem bei Videos macht sowas hier voll Sinn, kosten 20, 30 bis 50 Euro. Jetzt hier von zum Beispiel in Kingston, der Mobile Wireless. Hier könnt ihr eine SD-Karte reinstecken, Micro-SD-Karte reinstecken und dann der Hotspot verteilt dann an bis zu 5 Geräte das Video und die Bilder. Das ist natürlich auch praktisch, wenn ihr einfach nur Videos oder Bilder anschauen wollt. Das einzige Problem ist, ihr müsst eine App runterladen und wenn ihr keine Megabyte mehr habt, dann ist das wirklich doof. Außer ihr habt einfach WLAN natürlich auf dem Festival und könnt dann das da entsprechend benutzen. Und auch der hier ein externer Akku, also falls ihr doch keine Leute habt, die eure Bilder haben wollt, ihr könnt auch hier wieder einfach euer Gerät laden. Genau, also das war jetzt so ein kleiner Überblick von dem, was man so auf dem Festival mitnehmen könnte, was ich so meine. Es gibt natürlich noch andere nicht technische Sachen, wie zum Beispiel einfach die Sonnencreme nicht vergessen. Dann natürlich für euer Zelt gibt es auch übrigens ganz moderne Zelte, die oben schon das Solardach drauf haben. Aber ich weiß nicht, ob man sowas auf bestimmte Festivals mitnehmen will, die dann vielleicht ein bisschen verrückter sind. Aber ansonsten, das Wichtigste ist einfach eine gute Laune haben und Spaß haben. Und dann das Ganze, wenn man Bilder und Fotos macht, dann natürlich kann man das ganze Jahr über genießen. Und die Software dafür, wie man das schneidet, geht mittlerweile ja auch auf YouTube. Vielen Dank, dass du geschaut hast. Mein Name ist Balazs Gál und das war so ein kleiner Festivalüberblick im Bereich Technik. Und bis zum nächsten Mal.